Mittwoch, immer um 18 Uhr, immer direkt vor dem Kanzleramt. Denn Merkel muss weg. Daran führt kein Weg vorbei. Ja, damit recht herzlich willkommen bei Vor Ort aktuell. Heute am Mittwoch, dem 10. Februar. Ihr seid auch wieder mit dabei und in wenigen Minuten geht's los beim Merkel muss weg Mittwoch. Ja, liebe Zuschauer, damit haben wir es kurz vor 18 Uhr. Recht herzlich willkommen zur Merkel muss weg Mittwoch. Heute wieder direkt von dem Bundeskanzleramt und heute am 10. Februar. Wir nutzen die Zeit, um mal das Mikrofon zu testen und ich bitte mal alle, die bereits jetzt schon zuschauen, auch zu schreiben, ob wir gut zu hören sind. Letzte Woche gab es ja einige Kritik, dass wir etwas leise zu hören waren, zumindest auf der Seite von Franz Wiese her. Und ich frage einfach mal die Steffi Lentke und den lieben Günther nach Hessen, sind wir denn gut zu verstehen? Und an Christiane auch Grüße nach Schwerin zurück. Ja, Dankeschön Günther für die Information, denn scheint es zu funktionieren. Wir hoffen, dass auch diesmal sozusagen die Technik durchhält bei momentan minus 8 Grad hier in Berlin. Und ja, es ist wieder schön, dass sie alle mit dabei sind und Franz Wiese wird auch heute selber mit dabei sein. Er kam durch den Schnee von Märkisch-Oderland bisher her und man sieht es ja auch im Bild, auch hier ist wieder massiv Schnee, der auch immer noch sehr gut sozusagen liegt. Wie gesagt, bei minus 7 Grad. Ja, danke nochmal Günther Förster für den Hinweis. Ja, auch die Frau Bunte liegt falsch. Die 210. ist noch nicht. Und zwar ist heute erst die 195. Veranstaltung. Aber wir weisen gerne nochmal hin auf die 200. Veranstaltung. Die findet denn nämlich statt am 17. März. Und bis dahin sollen ja zumindest die Friseure wieder ihrer Arbeit nachgehen, was man so gehört hat. Ansonsten bleibt es weiterhin noch bis voraussichtlich 7. März die Runterfahren des öffentlichen Lebens weiterhin sozusagen Bestand. Das war die Entscheidung hier hinter uns im Gebäude. Ja, und die Mitstreiter stehen bereits hier schon kurz vor Ort und sie sehen, es liegen hier noch so bis zur 10 cm Schnee. Letztes Mal, dass es hier geschneit hat, war vorgestern Nacht. Ja, auch hier im Hintergrund, man sieht Berlin im Schnee, eine kalter Abend steht bevor. Die Nachrichten sprechen ja heute, dass in Thüringen bis zur minus 25 Grad die Temperatur runtergeht. Ja, ein ganz normaler Winter und dazu gehören auch mal niedrige Temperaturen. Und Greta Thunberg, unser Gretel kann ja auch mal endlich ein bisschen Schnee schippen. So, im Hintergrund sieht man noch da hinten ein großes Licht. Es sind noch etliche Kameraleute hier vor Ort, die sozusagen noch aus dem Bundeskanzleramt Informationen wollen. Und ja, interessant war es ja ungefähr vor anderthalb Stunden, wo es ja im Bundestag hin und her ging auf den Antrag der Grünen, die ja dort Russlands ins Visier genommen haben und sich natürlich wieder ausgesprochen haben für einen Stopp der Nord Stream 2 Verbindung, was ja absoluter Schwachsinn ist. Wir hatten es ja letzte Woche bereits. Erdgas ist durchaus umweltfreundlich und dazu immerhin noch auch kein gefricktes wie dieses aus den USA. Ja, und die Grünen hatten denn auch Olaf Scholz, der zu dem Zeitpunkt hier im Bundeskanzleramt saß, verlangt als Anwesenheitspflicht im Bundestag. Ja, da war dann erstmal knapp 25 Minuten Pause, bis es denn dort weiterging. Und wenn man sich dort auch die CDU angehört hat, ein Herrn Brandt, der ja eher
kriegstreibend, kriegslüstern da von sich gegeben hat. Also da ist nicht mehr im geringsten irgendwas von der alten CDU unter Helmut Kohl übrig geblieben. Es ist wirklich skandalös in dem Sinne. Eine vernünftige Rede wieder von Alexander Gauland zu dem Thema und auch Armin Paar-Hampel und selbst Herr Gysi von Die Linke SED PDS in dem Fall durchaus eine vernünftige Rede. Ja, wir warten noch kurz auf Franz Wiese, bis er eintrifft. Und ich nutze noch die Chance hier auch weiterhin zu grüßen. Die Grüße zurückgegeben an die Petra. Und bei mir klingelt hier ein Telefon. Mal sehen, wer es denn ist. Ja, bitte. Ja, ich schicke dir sofort jemanden rüber. Bis gleich. Also am Telefon Franz Wiese, er ist eingetroffen und wir holen ihn jetzt zu uns her. So, damit wieder zurück. Und Sie haben es ja mitbekommen, Franz Wiese steht heute etwas weiter entfernt und wird jetzt gleich hierher gebracht. Und das Zubehör, weil momentan ist noch nicht gesichtet worden, unsere Liane und unser Hausmeister. Das ist aber nicht Herr Matuszewski, sondern das ist unser Mario. Das ist ja sehr interessant. Auch ein Tipp von uns, schauen Sie mal rein bei Robert Götz Matuszewski, der ja hier auch immer mal vom Kanzleramt hin und her läuft. Und auch hier sich mal direkt vor dem Gebäude aufgehalten hat. Ja, wir starten in wenigen Minuten. Noch ein bisschen Geduld. Wie gesagt, wir brauchen noch einen Moment und freuen uns, dass Sie alle wieder mit dabei sind. Ja, ansonsten noch die Bitte, wenn Sie das, was wir hier machen, gut finden, die Seite teilen, teilen, teilen und auch, wenn es, wie gesagt, gefällt, was wir hier machen, auch aus ein Gefällt mir geben. Und für alle, die uns heute wieder zum ersten Mal gefunden haben, wir sind jetzt auf dieser Seite und zwar facebook.com/Merkel muss weg Mittwoch aktuell. Merkel muss weg Mittwoch aktuell. Alles zusammen. Ein Wort. Denn auf der alten Merkel muss weg Mittwoch Seite ist der liebe Franz Wiese und ich. Wir dürfen dort nicht mehr rauf und können nicht mal mehr kommentieren. Deshalb die Ausweichseite, auf der Sie auch jetzt diese Übertragung sozusagen sehen. Sie haben uns damit gefunden, sagen Sie es weiter und wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Gleich ein paar Tipps noch von mir. Wir nutzen noch die Zeit. Im Anschluss gibt es auch einen Bürgerdialog, AfD-Bürgerdialog, einmal mit Stefan Brandner, und zwar ab 19 Uhr auf der Seite AfD Mecklenburg-Vorpommern oder, wenn Sie aus Brandenburg sind, ein AfD-Bürgerdialog mit Lena Duggen und auch dieser live ab 19 Uhr und auch in dem Fall heute zusammen mit Lars Hünig. Ja, ansonsten gibt es wieder eine Veranstaltung in Nauen am Freitag ab 19 Uhr auf dem dortigen Rathausplatz. Das schon mal zum Vormerken.
Ja, ansonsten, wenn ich hier mal die Chance nutze und hier mal dichter rangehe, ja, man sieht nicht wirklich viel, es ist beleuchtet, das Kanzleramt, aber die Gesprächsrunden finden auch im hinteren Gebäudeteil statt. Man sieht da nicht so viel, da wird ab und zu mal läuft jemand über den Flur, aber das ist doch ziemlich versteckt sozusagen. So, wir warten immer noch kurz auf Franz Wiese, der noch einige Meter zu gehen hat. Ja, und wie gesagt, diese Woche Bundestagswoche wieder am heutigen Mittwoch, auch morgen wieder und am Freitag. Und die 200. Veranstaltung, wo die Diana Bunte es ja nicht abwarten kann, am Mittwoch, dem 17. März, dann um 18 Uhr. 200 Mal, Merkel muss weg Mittwoch. Ja, und das Motto ist es auch bei uns nach wie vor. Ja, letzte Woche ja ganz interessant, der Fan der Forschungsgruppe, der ja auch wieder anwesend war. Momentan haben wir ihn noch nicht entdeckt. So, auch diesmal die Polizei wieder mit dabei. Die kommt natürlich gerade hier angetapst, auch durch den Schnee. Aber im Gegensatz zu vor 2 Wochen keine 7 Leute, sondern 3 Personen. Ja, ansonsten alles recht gemütlich hier in Berlin. Sie sehen, auch die Polizei erfreut sich sozusagen am Schnee. Und es geht alles etwas gemütlicher und gemächlicher zu. Und hier jetzt wieder direkt vor dem Kanzleramt ein Reporterteam, was sich dort direkt jetzt an den Zaun begeben hat und ein paar Fotos machen möchte. Ja, und an die Winnie Lilly viele Grüße. Schön, dass auch Sie mit dabei sind. Wir brauchen noch ein bisschen, aber wir wollen ja auch, dass der Franz Wiese heute hier nicht zum Schneeball wird. Und ich sehe ihn im Hintergrund. Da kommt er. Wir gehen damit dichter ran und damit heißt es, Merkel muss weg Mittwoch. Die 195. Veranstaltung wieder direkt vor dem Bundeskanzleramt. Schön, dass Sie alle wieder mit dabei sind, wo immer Sie uns zuschauen. Guten Abend, zu mir bitte. Hier, er ist der Chef, oder der da? Der kleine Teddybär. Unser Chef ist Gott. Richtig. Nee, auch nicht. Wo er hier ist. Wie? Warum steht er da immer? Alles. Alt, nass,
durch sein Mikro. Wir gucken mal. Du hast doch keinen Vorder mitgenommen. Meine Gasmaske haben sie mir geklaut. Also die Wohnung leer. Wir haben das da mitgenommen. Alles gehabt. Ja, da kannst du im Auto schauen, ob es drin ist. Lass mir nicht von deinen blöden Hunden beißen. Beißen, wenn sie nur beißen würden. Viermal. Ja, die haben nur so ein Mini. Aber mein General hat gesagt, weitermachen. Ja, nicht kaputt. Er hat gesagt, ich nehme es mit und ich nehme dich. Ja, ja. Wollen wir mal gucken. In der Familie schlafen ja auch. Ja, ja, das macht nichts, das macht nichts. Das ist alles gefroren. Wir denken ja auch an die Uhr. Bei Männern, glaube ich. Na, das Wichtige ist, dass... Warum? Ich bin hauptsächlich hier, um mal Menschen zu treffen, mit denen man mal ein paar Sätze sprechen kann. Mit den ganzen Zombies kannst du ja nicht reden. Ja, vielen Dank an Chris Müller. Grüße zurück, AfD Kaiserslautern. Grüße nach Rheinland-Pfalz. Das ist halt nicht viel Wind hier auf Lecker. Wo sind deine Sandalen, Claudia? Für mich ist der RBB. Heute nicht. Warum denn nicht? Ist der etwa kalt? Es ist doch etwas. Das ist kein öffentlicher Fahrradweg. Guten Abend, gute Nacht und tschüss. Ich hoffe, dass die so ordentlich ausrutschen. Wir haben in Berlin keinen Winter. Da vorne blitzen sie, steig ab und los. Naja. Das wäre ja heute mal lustig, wenn die uns beschimpfen und dann mit dem Fahrrad hier so schön ausrutschen. Ja. Kannst du mal, hört ihr mich? Ja. Was macht das andere? 1, 2, 3. Jo. Wer hat letztes Mal gesagt, das eine geht nicht? Weiß ich jetzt auch nicht. Heißt auch wieder Mario. Na? Funktioniert, aber ich finde, es ist leise eingestellt. Hier kommt die Lebensstraße langsam ansehen. Hier wurde nichts rumgedreht. Warte, mit meinem Mann. Ja, aber. Aber wir können eins machen, wir können ja. So, ich sehe jemand kommt, 1,50 Meter Maske auf, bitte. Sehr gut. Alle Lärmpe und die Maske bitte auch. Sonst ist beendet hier. Sonst geht's zunder. Richtig. Hat die Haare gefärbt? Die waren doch letztens noch blond. Nochmal. Die fallen mir aus. Nee, das ist nicht schön. Schön kurz. Wo ist denn diese? Wollt ihr eigentlich da? So. Ich habe hier ein Originaldokument. Achso, ja, einmal für ihn bitte mal genauer drauf gucken. Kopie ist ungültig. Jetzt habe ich das Originaldokument dabei. Ja. Das ist ein Original. Kopie wird nicht anerkannt. So sieht's aus. Und wenn sie mich 10-mal beklauen, ist denen auch scheißegal. Ja, geht da nicht. Weil letztens haben hier die Gelbwesten, Rüber und Reusker. Aber ich siebe, sah eine Chance ewig hier noch, mach eine Durchsage, wer nicht hört. Richtig. Haben wir alle zu Hause. Ich sage ja, dann nach Hause. Ihr macht das ja nicht aus Schikane, sondern nein, weil ihr ich das versuche vorher immer, macht. Ist alles Hand in Hand. Ihr kommt doch von oben, ihr ja, seid doch los. Aber hier ist so viel Presse heute und ja. Wir kriegen von hinten einen Anschluss. Dann haben da Bürger zugeguckt, Nazis ausgerufen und uns angeschissen, dass wir gegen die nicht vorgehen. Ja. Da musst du rangehen und ich sage mir, ich mach den scheiß Ding hoch und dann macht euer Ding. Aber scheißt uns nicht an, dass wir... Ja. Nee, deswegen. Darum, wir sollen ja alle mal zusammenhalten. Jetzt im Winter ist es ja nicht so schlimm. Das ist nur provozierend. Ja, um die 11 Personen heute. Ja, dann eins mehr kommt da noch. Zwei kommen noch. Also zwei. Ihr macht bis 19, ne? Ja. Wie immer, genau. Ja, die anderen haben ja abgesagt hier. Merkel muss weg hier. Offiziell abgesagt oder ja. Verboten? Nee, offiziell abgesagt. Also, meine Info ist auf der Wache angerufen und für heute abgesagt. Okay. Sondermann. Ja. Das ist ja schon das dritte Mal jetzt. Ja, der kriegt auch seine Leute nicht mehr zusammen. Der steht meistens alleine oder steht zu reden, hat er viele Lust. Es gibt keine Sonderregelung. Der hat ja jene Klatsche. Nee, es gibt keine Sonderregelung mehr. Nee, der ist nicht mehr. Ja, dann danke für die. Keinen Satz gerade aussprechen. Danke für die Information und wie gesagt, der eine Herr hat die offizielle. Hab ich den gesehen, genau, super.
Gut. Um 19 Uhr sind wir wieder. Alles gut. Ja. Dankeschön. Also, der eine sagt, es wäre zu leise. Wir sprechen ja auch hier in den Schnee. Der andere hat, oh, das ist das Plakat, das er nicht mitgenommen hat. Hat es aber in seinem Auto gefunden. Ich habe drei. Eins habe ich zu Hause und eins habe ich jetzt hier. Das andere ist bei dir im Auto. Das sind einmal zwei. Und wo ist das dritte? Bei dir im Auto. Das bewachen die Hunde. Also, liebe Zuschauer, wir sind wieder mal da. Wir haben also hier wieder die Merkel'sche Vorschriften einzuhalten. Heute geht es ja um den. Sie möchte ja wahrscheinlich bis zu ihrem Abnippeln den Lockdown machen. Weil das ist nicht mehr nachvollziehbar. Keiner kann das mehr verstehen, was hier alles abgeht. Wenn man sich dann auch noch die letzten Pressemeldungen anschaut. Die Danke, liebe Charlotte Joline. Was sprichst du jetzt? Die Charlotte Joline schreibt gerade Ton und Bild voll okay. Dankeschön für diese wichtige Info. Das ist nämlich, brauchen wir nämlich. So, Entschuldigung, Franz. Herzlichen Dank, ja. Ja. Haben wir jetzt alles. Bundeswehr macht erledigt. Schon mobil. Nee, das ist die nette Dame von vorhin. Ja, du und deine Reserve, du. Hallo Franz, die Reichsdecker. Grüß dich, junge Dame, wie geht's dir? Es muss, gut. Ich habe heute auch unseren Scheinwerfer hier mitgebracht, weil ich habe ein paar Zettel dabei. Aber ich denke, ich habe extra eine Taschenlampe mitgebracht. Danke. Ich denke, ich werde die 10. Ich glaube, das geht. Die 10 Sätze auch noch geradeaus hinbringen. Franz, jetzt wirst du erstmal wieder gemaßregelt. Ja, das geht ganz normal. Wir haben das Glück, Klausi. Ja. Dass wir gut durchmischt sind. Ja, die sind heute also, weg. Also, liebe Zuschauer, hier kommen ja so viele Einwendungen, die ja mit Merkel muss weg nichts zu tun haben. Merkel hat ja keine Sandalen zu verteilen. Klausi kommt heute wegen dem Tiefschnee mit seinen Ballettschuhen. Er zieht feste Schuhe an. Klausi, du Memme. Ich wollte heute ja nicht aus der Reihe tanzen von euch, obwohl ich sehe da hinten, der hat seine Tennisschuhe an. Also ich nehme dir das eine mal weg. Da hat der kommt wahrscheinlich hier vom Tennisplatz. Das sind Härtetests. Die Liane hat auch ein paar Schuhe an. Also es gibt ja schon noch Leute, die einigermaßen vernünftig gekleidet sind. Richtig. Ich mache hier mal kurz Platz, damit man hier passieren kann. Nicht gut. Auch in Ordnung. Also, was, ihr wollt nicht in die Kamera? Ach, das schadet doch nicht. Steimle macht aktuelle Kamera. Super. Liebe Zuschauer, das wird hier mehr Komiker-Sendung. Soll es ja auch so sein. Wir wollen es ja nicht brühwarm und ganz ernst machen. Du hast ein Schild um. Ja, da, Erinnerung an damals und heute. Ist ja parallel dasselbe. Ah, was ist parallel dasselbe? Erzähl mal, den lassen wir uns mal. Ja, da gehen wir mal dich danach. Was spricht davon da? Naja, da war ich schon im Knast, in Pankow. Und ja, du musst ja sagen, wo bei uns. Ah, in der DDR damals, als die DDR und zu Honecker noch existierten. Die existieren dann nach wie vor, bloß unter anderem Namen. Aber da ist dann im Januar oder was eine Demonstration stattgefunden von der SED, von den ganz strammen Genossen. Und da haben sich Leute, die waren selber auch Kommunisten, die haben da ein Plakat hochgehalten. Freiheit ist auch die Freiheit des Andersdenkenden. Rosa Luxemburg. Und die wurden alle verhaftet. Da ging die Verhaftungswelle los und die DDR fing an zu kochen. Da begann der Aufstand. Also du meinst, wir haben das und noch so vor uns. So sind wir heute wieder. Hör mir mal zu. Du denkst, wir haben das noch vor uns? Ja. Ah, okay. Das habt ihr denn das mitbekommen? Die Staatsratsvorsitzende kommt weg. Naja, warum? Wer hat sie denn dort hingeschoben? Na, das war eine Koproduktion mit
mit den Rot-Grünen aus dem Westen? Also ihr Ossis seid Versager. Wenn ihr, naja, Moment, jetzt redet ihr mal. Wenn ihr schon wisst, was das für ein Pack ist, warum lasst ihr die dann frei rumlaufen? Warum lasst ihr die über die Mauer springen? Das war Connection eingefädelt, das war nach Plan. Ja, und jetzt haben wir das Zeug hier. Die Vera Längsfeld, die könnte da einen super Bericht abliefern, wie das gelaufen ist. Ja, aber wie kam denn die? Ja, warum geht das denn? Also warum kommt denn die jetzt hier einfach? Warte mal, ihr seid alles scheiß Idioten. Ja. Ja. Da braucht jemand eine Klorolle. Beleidigung treffen. Gehen Sie zur Polizei, zeigen Sie sich selber an. Armband um. Komm heute einfach mal nochmal zurück, erklär mir, was du sagen möchtest. Aber den Mut hast du ja nicht. Nee. Nur so kurz im Vorbeilaufen wird man hier beleidigt. Aber wir sind's gewöhnt. Und Franz, wir werden mal die Truppe mal munter machen. Merkel muss weg! 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 Oh, da kommt ein Auto. Bei Polizei. Merkel muss weg! Ja. Die werden jetzt hier das, was noch da drin stehen geblieben ist, werden die jetzt abrollen. Oder wo fahren sie hin? Oder bringen sie den Kaffee? Gut. Die Regierung muss weg. Ja, Leute, die Regierung muss weg. Die wird schon an Sibirien gewöhnt jetzt hier. Ja. Also ihr seid Sibirien tauglich. Nein, die wird jetzt dran gewöhnt schon. Ah so, okay. Ist ja nicht allein schon. Ja, Klausi. Und Zuhörende. Da hinten wird ja noch über Kaffeegrenzen diskutiert. Ist auch in Ordnung. Aber habt ihr denn diese Woche Welt und Welt Plus gelesen, die hier erzählen, was ein Herr Seehofer angeblich in Auftrag gegeben hat, nämlich diese Pandemie hoch zu kochen, die Presse angewiesen hat, alles Mögliche reinzuschreiben, dass die Leute so richtig Muffe bekommen. Ja, genau. Ja, ja. Das war doch der Text überhaupt. Und was mich so sehr wundert ist, es gab keinen Aufschrei. Keiner hat sich darüber aufgeregt. Jeder hat es über sich ergehen lassen. Was mich auch noch wundert, ich bin jetzt hier reingefahren von Moll aus, von Selo, und wir sind dann plötzlich viele, viele Traktoren entgegengekommen. Mhm. Die sind ja schon seit Wochen hier. Ja. Meinst du, du kriegst einmal einen Bericht von irgendeiner Zeitung oder sonst etwas? Nein. Man liest es nur noch in den Medien, sprich nicht mal den Medien, die richtig sind, sondern man kann das hier bei WhatsApp noch sehen. Gestern kam von einem aus Norddeutschland eine Mitteilung, dass die Bauern weiterhin streiken. Ich finde es hervorragend. Ja. Hervorragend. Und was ich auch hervorragend finde, sie sind sehr diszipliniert, auch mit ihren Traktoren. Sie stehen auf der Straße, behindern keinen. Schaut euch mal das linke, rote, grüne Pack an, wenn die anfangen zu demonstrieren. Da kannst du dich ja nicht mehr bewegen. Wo sind wir eigentlich angelangt? Wieso sind wir nur ein paar Hanseln hier? Warum kommt keiner von denen, die immer schreien, wir müssen das und jenes machen? Ja, richtig. Kommt doch mal hierher, räumt doch hier mal das ganze Jahr. Ich habe heute den Bauern gesagt, soll mal hier hinkommen. Ja. Die Bauern haben ihre Anmeldung, wir haben unsere Anmeldung. Die Bauern haben angegeben, wo sie demonstrieren, die können nicht hierher fahren. Resa, das musst du verstehen. Dass ich hierher komme. Wie bitte? Ich habe mich doch auch nicht angemeldet, dass ich hierher komme. Ja, du bist ein Traktor, dafür haben wir das ja gemacht. Wir melden für dich an. Ja gut, wenn die Bauern jetzt... Du kannst jetzt Töff, Töff, Töff machen und dann bist du auch ein Traktor. So, nee, es hat alles seine Regeln, an die wollen wir uns ja halten. Ja, können wir. Aber ich habe jetzt von ganz anderen Leuten gesprochen. Ich habe ja gerade... Auch möchte ich mal bitten, ich hatte sehr schlechte Kommentare. Wer raucht, mal ein bisschen verkrümeln, weil am Banner rauchen, das macht keinen guten Eindruck.
würde ich mal bitten. Es waren ganz schlimme Kommentare da und das möchten wir doch bitte vermeiden hier. Ja? Dankeschön. Das finde ich ganz gut. Es dient ja seiner Gesundheit. Du hast ja eh Asthma. Du hast doch jetzt dann. Nein, das schützt die Zuschauer alle. Schützt meine Lunge vor Corona. Okay. Ihr sollt doch lieber herkommen und sich so ist es. Über den Stand zu gehen. Ob da nun hinter dem Banner in der Ruch. Ja, also. Naja, also irgendwo. Ich verstehe dich. Alles keine Diskussion wert. Die Stunde kann man auch aushalten. Ja. Oder man verkrümelt sich mal in der Ecke. Ja, hinterm Baum, hinterm Strauch, hinter was weiß ich nicht alles. Das macht aber keinen Eindruck. Mario, die Leute am Livestream achten auf das. Erzähl mal, das ist doch in Ordnung. War doch keine schwangere Frau, die hier so. Nee. Ich glaube, wir müssen mal eine Pause machen. Ich glaube, wir müssen wirklich mal eine Pause machen mit Merkel muss weg. Weil, es sind immer noch die Harten hier. Aber auch hier. Wir hatten noch über Weihnachten Pause gemacht. Ja, wir machen weiter. Verhandelt von uns. Ja, aber bitte, wenn hier der Wunsch ist. Während der Demo, in eine Stunde nicht zu rauchen, ja, das muss man werden ja wir es doch wohl noch aushalten können. Muss man ja auch nicht. So, jetzt bin ich gleich auf den Kommentar gespannt. Wird jetzt kommen, so nach 10 Metern? Nö, in dem Fall nicht. Ja, ihr müsst ja auch da nicht auf dem Weg stehen. Ne? Ja, wir können uns ja zu dir hin. Keinen guten Eindruck. Gut, ich komme zu dir hin. Ich habe auch kein Problem. Mario, ich stelle mich jetzt her. Jetzt da fragen wir mal, was in MOL Neues gibt. Nee, frage ihn nicht, weil da wird er uns keine Antwort geben. Aber frage ihn einmal, was ihm jetzt besser gefällt. Wenn du hier stehst, ist besser, ja. Ja, gut. Einen besseren Eindruck. Haben wir den Meterstab dabei mit 1,50 Meter? Nee, ich habe eine Maske auf. Brauchst du denn keine 1,50 Meter? Naja, doch, das müssen wir schon machen. Entweder 1,50 oder Maske. Oh. Ja, hat meine Kanzlerin mal. Liebe Zuschauer, deine Kanzlerin. Ihr merkt, er spricht schon von seiner Kanzlerin. Das ist ein Zeichen, dass die Maske bei ihm schon irreparable Schäden angerichtet. Genau. Also ja, war, wie wir begonnen haben, die 190. sind wir jetzt, als wir begonnen haben, war noch ganz normal. Es hat sich erst so in den letzten Wochen während seinem Urlaub, wo wart ihr da? Teneriffa oder sowas. Hat man also schon die ersten Erscheinungen bemerkt. Ich hatte immer gedacht, es ist immer noch so die Lust gewesen, das, was er noch so, die Erinnerung, wenn er noch eine hat, an den Urlaub. Nein. Mario, dir, glaube ich, schadet die Maske. Ja. Oder der Hut. Ah, die Pemmelmütze da. Die hält warm. Ja, was soll denn da oben warm halten? Die Maske ist auch gut. Da kann ich gehen, legen, die Leinen kann. Aber Entschuldige, erklär mir mal was. Ohne, dass einer sieht. Also Leute, ich habe ja heute viel Text eigentlich eingesteckt, aber ich denke, ich spare mir diesen Text, denn es wird sowieso keiner so richtig zuhören. Wir können auch von der Hühnerzucht sprechen. Nein, wo ich eigentlich noch mal hin wollte, war ja diese Entwicklung, die man jetzt spürt. Heute wird dort oben entschieden, ob die Leute, Merkel möchte die Leute nochmal einsperren, bis Ende März. Ja, ja. So, das ist mal Fakt. Und sie wird da oben diese Laschets und wie sie alle heißen, knebeln, peinigen, peitschen, schlagen, was weiß ich nicht alles. Und dann kommt so ein halbgarer Entscheid raus. Und der wird eine Woche, bevor eine neue Entscheidung kommen muss, mit steigenden Inzidenzzahlen dann begründet. Die Frage, die ich mir stelle, wie lange soll das noch gehen? Bis Mittag. Überlegt euch doch auch einfach mal,
Die Schulen werden nicht mehr geöffnet. Die stiehlt doch den Kindern die Zukunft. Die Freunde. Keiner darf sich mehr sehen lassen mit miteinander. Die werden eingesperrt. Was haben die verbrochen? Was haben die 7, 8, 9, 10-Jährigen? Was haben die verbrochen? Die können sie ja nach Straßenbahn treffen. Dass die Alte... Ich sag dir's ja, das ist bei ihm. Er merkt es schon gar nicht mehr. Er merkt es schon gar nicht mehr. Jetzt kommt er mit der Straßenbahn daher. Ja, Mario, du gehst in die Straßenbahn. Merkt euch dieses Gesicht mit der Maske. Wenn er die herunten hat, schaut er aus wie Nikolaus. Er hat immer solche Anfälle. Und die mehren sich bei ihm. Heute hat er die Kälte. Also, wenn du das schon feststellst, dann muss ich sagen, dann muss es wirklich schlimm sein. Mir wird ja immer unterstellt, na ja, der ist schon so alt, der versteht das nicht. Das ist alles gut. Aber Mario, streng dich an. Gib ein Bild ab, dass du das alles noch im Griff hast und dass du hier gegen Merkel dastehst. Ja, richtig. Und nicht, dass du hier wie einer, der jetzt gerade hier in, wie heißen die in Quarantäne geschoben werden. Nicht? Ich hab ja eine Maske, ich bin geschützt. Ja, nee, die geben dir, die Maske hilft dir ja nicht gegen dich selbst. Das nicht. Nee. Da habe ich eine Jacke mit der Arme auf dem Rücken. Sag mal, jetzt muss ich dich mal fragen. Wie läuft denn das sonst ab, wenn ihr jetzt dann im Auto heimfahrt? Da kann ich gar nichts zu sagen. Warum? Das wäre peinlich. Das ist dir peinlich. Ja, uns mal nee, auf. Nee, kein Kommentar. Ich bin hier nur ein Erzähl doch, kein Kommentar. Ich bin hier nur die Hausmeisterin. Oh, nee. Um Gottes Willen. Jetzt haben wir schon Merkel, jetzt ist Liane auch noch dabei. Ich komme ja wirklich, entweder ist es ein Bauerntheater hier. Nein. Bist du die Betreuerin von dir? Franz, wir werden schon beobachtet, es wird immer mehr. Es wird immer mehr, wahrscheinlich sind da welche von RGB dabei. Nicht? Ja, die Presse ist auch da. Die Presse ist auch da, ja. Die warten auf das Ergebnis von Frau Merkel. Ich kann alles vorwegnehmen, nochmal einen Monat einsperren. Und für die Presse gibt es noch extra Masken. Österreich hat auch hochgelockert, ne? Kommen wir doch jetzt nicht mit Österreich. Also sagen wir, das zieht ja alles her. Auf den Fidschi-Inseln dürfen sie auch ohne Maske tanzen. Wer ist mit beheiratet? Ob der Virus da anders ist in Österreich? Ja, ist ein anderer, ist ein Österreicher. Ja. Das ist der Kurzvirus. Lass doch, ja, die haben auch so einen Vogel. Kurz muss weg. Hier heißt der Merkel und dort unten heißt der Kurz. Da geht's ja rundum. So, die einzigen, die noch ein bisschen normal waren, sind die Italiener gewesen. Die haben ihre Regierung wieder abgesetzt. Wählen jetzt gleich wieder. Aber da wird sich nicht viel ändern. Da kommt wieder dieselbe Suppe. Guten Abend. Ja, guten Tag. Wir stören ungern. Der erste Verantwortliche für die kleine Versorgung. Ich? Sie. Dann hätte ich gerne einmal Ihre Personalien. Ja. Haben Sie eine Anmeldebestätigung? Haben wir auch, Klausi. Haben wir. Und Sie wurden jetzt zusätzlich nochmal geschickt, weil die Kollegen waren bereits da und haben das Gleiche gefragt? Das war schon Flinger, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also wir haben es jetzt im Vorbeifahren gesehen und prüfen jetzt erst. Ah ja. Na dann fahre ich mal gleich mal mit. Ja. Wir haben immer unsere persönliche Polizei-Erfahrung. Ja. Na, das ist doch super. Nehmen Sie alles. Und himmlische Herren. Ja, man darf nicht mehr lustig sein. So, das können wir ja dann mal festhalten. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Polizisten. Damit sind wir über 20 Personen. Ja, weil die irgendwo lachen, das ist verboten. Also das Lachen lasse ich mir bestimmt nicht mehr verbieten. Nee. Also, ja, das müsste aber auch die Polizei bei Ihnen vorne haben. Das hat die Polizei im anderen Auto, die jetzt sozusagen zuständig ist für diese Sache. Ja, richtig.
vielleicht mal. Das ist aber schade, wenn der eine. Ich kann ja gar nicht mehr. Ich weiß. Was oh, der andere. Ja, dann geh halt darüber. Dann geh halt darüber. Genau. So. Wenn sie alles dabei haben, dann kann ich da hier weiter dann rangehen. Ja, ja, wir haben hier die Anmeldebestätigung, genau, zumindest. Wenn ich sie denn finde. Und dann halten wir nochmal Rücksprache mit den Kollegen und dann wollen wir die Bestätigung vorne aufhalten. Ja. Ja. Also, liebe Zuschauer im Livestream, wir machen jetzt die förmlichen Sachen, danach können wir wieder quatschen. Es muss so sein, Sie können auch nichts dafür, wir müssen das, was dort oben jetzt wieder beschlossen wird. Eins, den Versammlungsabschaltknopf. Die Anmeldebestätigung haben Sie den anderen Kollegen auch schon gemacht? Wir sind jeden Mittwoch hier. Das ist die Anmeldung an sich. Das wäre der beste Veranstaltung. Also wir sind ja auch hier eine Daueranmeldung. Wir haben heute schon die 195. Veranstaltung. Okay. Jo. Dann freuen wir uns auch, Sie, wir klären es kurz Sie ab, mal begrüßen zu können. Genau. Ja. Und dann also. Sind die anderen noch da? Die stehen. Ja. Super. Bis gleich. Dankeschön. Die Behörden klären das jetzt. Jo. Wir halten unsere Distanz ein. Ja, 1,50 Meter und Maske Dame, wieder auf. Die junge ist Dame fremd. Ist jetzt. Niemand ist jetzt hat sie gefunden, gegangen. Der zuhört, deswegen. Ja. Kommt sie wieder zurück? Also, du bist ja jetzt bei der Demo dann. Wir's da versteckt da mal hinter der Polizei, klar. Ja, du sollst dich ja dorthin stellen. So, das war's schon. Jo, die anderen wussten Bescheid. Genau. Und sie damit auch. Super, ja, auch. Dankeschön. So, na dann. Bis schön. Schönen Abend noch. So, Klausi, lass das nach. Karten, das Nachreden. Nein, ist doch los. Bringt nichts. Kann man ja öfters mal, wenn Freunde hier fahren. Gerade hast du auch alles wiederbekommen? Nicht, dass das. Ah, hast du gerade in der Hand. Sieben Polizisten, das können wir auch noch mal den Zuschauern zeigen. Also hier stehen jetzt 1, 2, 3, 4 Polizeiautos mit 15 Polizisten sogar jetzt. Also wir haben doch zumindest die Polizei ein bisschen aufgeschreckt. Ja, die haben gleich Verstärkung geholt. Vermutlich wurde gehört. Nein, bringt doch nicht alles durcheinander. Die sind deswegen da, weil Merkel jetzt wieder hier die halbe Welt so sieht's aus. Hat. So sieht's aus. Mit genau. Der Welt meine ich ja hier nur die deutsche Welt. Ja. Ein Laschet, einen Söder, wo der Franz Josef, wenn er noch leben würde, Gott hab ihn selig, sagen würde, der ganze Buhr-Depp. Oh, kommt noch mehr Franz, jetzt sind schon sieben Polizeiautos. Jetzt sind schon sieben. Die haben gehört, wie der Ausmeister gesprochen hat, die weiße Jacke. Ja, die konnten das nicht verstehen. Nee, weil er über mich gesprochen hat, dann dachte ich, bin ausgebrochen. Mit Maske ausgebrochen. Ich glaube, du distanzierst dich ein bisschen von ihm, bevor es auffällt. Oh. Mein Knie macht auch nicht mehr mit. Na, du, siehst du, jetzt plötzlich, vor ein paar Wochen, wo es nicht mehr ging, wo er es kaputt gemacht hatte, Ecke. Hat er dann plötzlich, na wer denn sonst, du wusstest nur, dass das blaue Licht alles schluckt. Ja. So. Einmal hast du gehalten, schon mal wieder kaputt. Hör nicht zu, lass sie reden. Die darf auch mal was sagen. Warum meint ihr, dass die in der Kälte läuft? Weil daheim hört keiner mehr zu. So ist es. So ist es. Klausi, du musst deine Maske über die Nase ziehen. Ja. Du musst dich also schon an die Vorschriften halten. Hast du auch Beschwerden? Nee. Bei dir ist alles. Bei mir ist alles eine Frau. Ein Eisbein. Also Leute, jetzt muss ich euch mal was sagen. Ich bin jetzt 68. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich vor 64 Jahren schon im Tiefschnee gelaufen bin? Könnt ihr euch vorstellen, dass wir vor 64 Jahren auch Schnee hatten? Ja, weiß ich. Und ein bisschen mehr wie das. Und könnt ihr euch vorstellen, dass es damals nicht die Zentralheizung oder die Heizdings gab, sondern da musste man kohlen. Ja.
oder Holz nachlegen. Und wenn du das Holz nicht in der Nacht nachgelegt hast oder die Kot, dann bist du am Morgen gefroren aufgestanden, wenn du mal aufstehen konntest. Und zu der Zeit war ja auch noch Schule und dann war nicht nur... Ich wollte gerade... Ja. Entschuldigung. Hier kann man nichts fertig erzählen, weil jeder bringt irgendetwas sofort. Ich wusste gar nicht, dass du auch schon 64 bist. Kilo? Nein, es ist mehr. Jetzt haben wir die Schuhe. Liebe Zuschauer, Klausi, komm nächstes Mal, egal wie hoch der Schnee ist. Komm bitte wieder mit Sandalen. Deine Ballettschleicher, die schaden dir. Du musst sowieso zum Schuster gehen. Die linke, die rechte Seite? Nee, das war. Geht noch. Ja. Sonst hätte ich jetzt einen Sammelaufruf gemacht. Aber ihr könnt trotzdem ein paar Sandalen bringen. Nächstes Mal hier abstellen. Klausi nimmt dann Probe. Was hast du für eine Schuhgröße? 45? Und er wird dann hier auch laufen. Ja, wir werden wahrscheinlich nächsten Mittwoch, wenn es Merkel will, noch da sein. Aber ich denke mal, auch dafür wird sie bald eine Lösung haben, dass sie dann sagt, hier, die Gefährlichkeit ist so groß, hier darf keiner mehr her. Ich frage mich nur, wer nimmt die Alte mal mit und bringt sie dorthin, wo ihre Altvorderen sind. Die würden sich freuen in Paraguay, Uruguay, wo war sie denn, wo sind sie denn? Liegt zwar unter der Erde, aber spielt ja keine Rolle. Also, wir haben uns den Spaß gemacht, wir sind hierher gekommen, auch bei, ich habe heute 12 Grad auf dem Auto, Minus, hast du auch Auto? Ist momentan in Berlin, -9. -9, gut. Ja. Du siehst, Mario hört jetzt schon wieder mal nicht mehr zu, nee. Weil er spricht jetzt von Teneriffa. Der macht sich warme Gedanken. Ja. Liane, ich habe bei mir noch ein Zimmer frei auf 2. Solltest du mal hier irgendwas benötigen? Du bist gern gesehen. Die Hunde werden dich auch freudestrahlend begrüßen. Und es findet dann auch keiner mehr dorthin. Aber Liane teilt auf Facebook Bilder, wo junge Männer in kurzen Hosen durch den Schnee laufen. Ja. Also, nochmal. Wir sind ja hier für Merkel, muss wirklich, liebe Zuschauer, ihr merkt, hier ist wirklich die Kälte. Merkel verwirrt jeden, die Kälte verwirrt jeden. Ja, die Sicherheitsbehörden wissen auch schon langsam nicht mehr, was sie noch tun sollen, um die zufriedenzustellen. Wisst ihr, was ich mich immer frage? Wie hält es denn der Schweizer Botschafter aus? Der sitzt ja bei der so direkt, ja, wenn man mal sagen, am Kaffeetisch. Na, jetzt kommt klar. Nee. Ich habe ja auch nichts gehört. Die Lichter gehen hier aus und an. Was ist denn hier los? Mal hier, mal da, mal dort. Gut. Klausi, ist irgendwas angesagt, wann hier die Entscheidung verkündet wird? Oder geht es wieder bis in die Mitte? Es läuft wohl momentan noch, aber es ist wohl schon mit dem 7. März festgelegt, zwischen 7. und 14. März, die Friseure angeblich schon ab 1. März dürfen öffnen. Aha. Ja, aber das muss ja dann auch geklärt sein, wenn es alles so, ja, so kramutisch ist, so böser Virus ist, wieso darf jetzt dann ein Friseur plötzlich, nach wie vielen Monaten, jetzt plötzlich wieder auf meinem Kopf rumbuhen? Wo ist denn jetzt der Virus hingegangen? Ja. Oder war der gar nicht da? Der ist nach Südafrika, ja, um sich zu mutieren. Der kommt dann wieder. Was ist das mit dem Zimmer, die Bearbeitungsform? Resa, erzähl mal du von deinem Einzugsbegehren. Ach nee, das haben wir ja schon 5-mal gehabt. Das geht auch nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wie wir das noch in die Reihe bekommen können. Was funktioniert nicht? Alles andere geht, aber die Welt ohne Geld funktioniert nicht. Ah,
Naja, gut. Resa möchte sowieso ein bisschen so eine Änderung haben. Bitte. Aha, Schornsteinfeger auch gut. Ja. Klausi, erzähl du was. Ich muss jetzt was trinken. Ja. Bei mir, ich merke schon, wie mir hier die Bröckel runterkommen. Also wir rufen doch mal, warum sind wir hier? Du sollst reden, nicht schreien. Erstmal muss ich sie wieder warm kriegen, die Truppe. Merkel muss weg. 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 Aber schnell. Und auch diesmal grüßen wir natürlich auch wieder Roswitha. Jetzt fängt sogar hier an, leichter Schneefall. Klausi! Und das habe ich gemacht und gebe dem Franz wieder. Wir haben noch 10 Minuten. Meine Güte! Klausi, zeig den Zuschauern mal, was das für ein blauer Himmel wäre. Ja, aber es fängt an, da kommt ein bisschen Schnee. Ja, da ist eine Flocke, die sich verirrt hat. Vielleicht noch eine zweite. Die kommt noch. Reza, reih dich jetzt nicht ein in diese Gruppe. Mario. Kennst du noch den Mario Gomez, den Fußballspieler? Ja. Ja. Der stammt aber nicht von dir ab. Nicht. Der ist aus Mexiko. Bist du sicher? Naja, du warst ja früher auch da unterwegs, hast du mir mal erzählt. Nee, der hat auch so Anwandlungen wie du. Wenn der redet dann auch plötzlich von irgendwas. Der redet auch dummes Zeug. Nein. Klausi, habe ich schon mal dummes Zeug geredet? Nein. Nee. Nur den ganzen Tag, wenn ich alleine bin. Nö, auch nicht. Ihr glaubt gar nicht, wie schön Lockdown sein kann, wenn draußen die Hunde im Schnee stürmen, schauen vom Fenster rein und denken sich, der Alte. Punkt, Punkt, Punkt. Was ist dir? Kalt ist dir? Ja, wenn die Ketten keine deswegen will ich jetzt nicht. Was? Was? Die Finger sind eingefroren. Ach, die Finger sind eingefroren. Ja, ich habe auch was anderes verstanden. Fing mit Tee an. Ja. Ja. Denk an die hungernden Vögel im Winter. Also wenn wir darauf warten, dass du uns aufrufst, sind die Vögel schon alle tot. Ja, aber dir fällt es jetzt in der Nacht ein, dass man den Vögeln was geben könnte. Doch. Was hast du heute Vormittag gemacht? Na, heute Vormittag war ich im Toten Meer. Ich bin selber aus. Ja. Dann gehen wir. Das ist kein Huhn. Also ich habe nur gedacht... Franz, wir müssen bald die Maske abnehmen, wir kriegen so wenig Luft. Nein, ich kriege noch genug Luft. Aber wenn ich mir das alles vorstelle, Landtag Brandenburg, Panoptikum, Idiotenhaufen, Leute, die... Man weiß gar nicht, wo die herkommen, man weiß auch nicht, wie die hier überhaupt gewählt wurden. Ich habe die noch nie gesehen, noch nie gehört und plötzlich stehen sie da. Es gibt ja jetzt Wiederwahlen. Ich hoffe, der Souverän, der Wähler, wählt diesmal nicht nach dem, was der Großvater gesagt hat, was man alles machen sollte, sondern wirklich die Zukunft. Und die Zukunft ist nun mal AfD. Egal, was ihr euch vorstellt, es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Ihr müsst euch das nur einmal anschauen. Ihr seht es doch sowieso Tag für Tag, Stunde für Stunde. Minute für Minute, schaut doch mal, ihr seht, hängt ja sowieso am Fernseher, am Radio. Was ist denn jetzt wieder? kurz vor 19 Uhr. Ich habe jetzt wirklich gedacht, hier läuft ein Schaf hinterher. Nee. Plötzlich Bimmels, Bummels. Ach, da bist du jetzt. Ja, ich mach doch immer. Du machst immer was? Ich kann nicht auf den Fleck stehen bleiben, ich muss doch mal hoch. Was nimmst du denn auf? Mit dem Finger vor der Linse? Und ohne Handschuhe hier. Oh. Ah, das ist doch ein harter. Alles in Ordnung. Alles bestens. Ja, auch, da, schau her, wie warm wir sind. Franz hat Wohlfühltemperatur. Nee, für mich ist wirklich jetzt die Temperatur, wo ich mich wohlfühle, stimmt. Und ja, ich habe es ja vorhin gesagt.
68? Mindestens 64 Jahre. Naja, ziehen wir mal das ab, was ja hier die Naturbuchtel da erzählt hat, wo ja jetzt alles den Bach runtergeht, alles heiß wird. Was macht die denn jetzt eigentlich? Ich habe gestern, heute. Ja, die kann jetzt Schnee schippen gehen, die Gretel. Habe ich so einen Kommentar gelesen, dass sie jetzt ganz traurig ist, dass das, was sie prophezeit hat, jetzt nicht eintritt. Aber der größte Gag, mach mal zu da hinten. Der größte Gag ist, man bemerkt jetzt, dass mit den Solarfeldern kein Strom mehr entsteht. Und schneit. Ja, so genau so ist es. Genau. Habt ihr das schon mal? Nee, das konnte. Also, Entschuldigung. Die Leute, die sowas entwickelt haben, die sowas aufstellen. Jetzt kommt der Schnee dazwischen. Jetzt gibt es keinen Strom. Jetzt gibt es Sattelstrom. Windräder haben wir auch schon fast keine mehr. Kohlekraftwerke gibt es keine mehr. In Nürnberg hast du ja eins gebrannt. Also in Nürnberg, da gab es doch sogar den Notstand da. Notstand? Ja. Notstand. Habe ich früher nie gehört. Ja. Heute überschlagen die sich mit ihren Meldungen. Also Notstand in Nürnberg, weil hier so ein Kohlewerk Feuer gefangen hat. Freie Energie. Ah, Reza. Freie Energie. Ja. Freie Energie, jawohl. 24 Stunden rund um die Uhr. Ja, also, Reza ist der Meinung, wir haben eigentlich Energie genug. 24 Stunden lang, wir müssen das nur einfangen oder beziehungsweise den Stecker reinstecken. Kommt in die aus Energie. Der Steckdose, ja, ja. Ja, so. Also, wenn ich mir die ganzen Szenarien anschaue, die jetzt durch das bisschen Schnee, es ist wirklich, ja, mit einem Meterstab könnte es vielleicht 3 cm sein, oder? Oder 4. 7. Ja, sag 6. Der Klimawandel. Ja, wo du stehst, sind es natürlich nur 3, ist ja klar. Lausi, film das. Zeig den Leuten, dass es nicht stimmt. Ich stehe am höchsten Punkt vom Schneeberg. So. Was nichts mehr immer so zu. Lufthol, Lufthol. Ich hab nur gedacht, vielleicht der höchste Punkt vor dem Kanzler. Ja, das habe ich ja eigentlich so gemeint. Du bist clever, das gefällt mir. Du denkst, während ich rede, mit, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, also bevor mir jetzt die Hose verloren geht, weil ich merke schon, entweder ist der Bauch größer geworden oder ich habe wieder abgenommen. Ich denke, das Letztere. Ja, ja. Langsam, junge Dame. Entweder flüchtet die vor uns oder vor der Merkel. Ich denke vor der Merkel, oder? Liebe Zuschauer, nehmt das nicht so ernst heute. Wir haben jetzt den Fasching vorgezogen oder nachgeholt. Genau. Und es kann nicht jeden Tag ernst genug sein. Deswegen haben wir gesagt, machen wir heute auch wieder mal einen Blödsinn. Es werden sich natürlich jetzt unsere Parteigenossen, den Riffert Joe ist ja wieder da. Nur wo sich der versteckt, weiß keine Sau. Aber wir können ja den Herrn Frier mal fragen, der weiß das mit Sicherheit. Ja, dann schauen wir mal, was sich hier demnächst wieder bewegt. Wir sehen auch dann, wie es hier weitergeht. Leider werden wir das heute nicht mehr erleben, denn die wird hier, wer hat jetzt vorhin gesagt? Pass auf, dass der dir in den Kopf fällt. Es wäre schlimm, ich bin noch da. Der Hausmeister, der erklärt die Technik anhand von Bewegungsrhythmen. Das kippt doch hin, das ist ja kein Stern. Jetzt müssen wir kippen. Also Mario sieht hier unbekanntes Flugobjekt. Fliegende Sterne. Ah nee, der andere hat fliegende Sterne gesehen. Mario erklärt, dass das ein Flugzeug ist. Nehmt das nicht so ernst, Leute. Wir werden nächste Woche. Franz, es gibt hier noch einen Kommentar, einen Leserkommentar, einen Zuschauerkommentar. Es tut so gut, auch mal zu lachen. Ja, das ist prima. Herzlichen Dank. Charlotte. Danke, Leser. Charlotte ist es. Ja, Joline Charlotte. Violine Charlotte. Danke, Violine.
Dich. Das ist der Hausmeister. Ja. Der meint immer, er weiß immer alles besser, vor allen Dingen weiß er, wie man die Waschmaschine neu befüllt, wie man hier den Härtegrad feststellt, kann aber keine Eier kochen. Aber Franz, wir sind froh, dass wir ihn haben. Wir sind sehr froh, ja. Ja. Liane ist auch ganz froh. Naja, sie verdeckt ihre Freude momentan. Ja, bei Mario muss man das schon machen, sonst. Nein, der wieder. Der freut sich. So, mach mal, ich soll jetzt das Ende machen, sagt er. Er möchte heim, weil ihn friert schon in seinen Turnschuhen. Was es? Wir müssen beenden. Zum Schluss noch die Nationalhymne. Denn jetzt hat's den Zahnersatz von Mario eingefroren. Er kriegt jetzt nur noch eine Schnute. Es wird ihm jetzt alles hängen bleiben. Liane, kümmere dich. Mach einen Eimer Wasser, so 50 Liter Eimer, mach den kochend heiß, steck ihn den Kopf rein. Was meinst du, wie der befreit auftaucht? So, ich wünsche euch alles Gute. Resa wird uns jetzt noch die Nationalhymne singen. Und ich hoffe, dass Merkel zuhört, wie gut er das kann. Und ihn dann einlädt und endlich reinlässt. Resa sucht eine neue Wohnung. Und da hat er sich vorgestellt, bei Merkel zu wohnen. Resa, hau rein. Ja. Ja, Grüße denn an Kerstin. Was geht ja? Herz und Hand, Einigkeit und Recht und Freiheit, Sinn des Glückes und Verband, Sinn wandre dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland, blühe im Wandre dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Bravo! Toll! Kommt gut nach Hause! Soweit die 195. Veranstaltung. Merkel muss weg Mittwoch wieder direkt vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Das war's von uns für heute. Sei sie auch nächste Woche wieder mit dabei.